Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 47. und letzte Lernvideo unserer Vorlesung und es wird um den Begriff der Kompaktheit in allgemeinen metrischen Räumen gehen. Ja, der Begriff der kompakten Menge ist uns schon mehrmals begegnet in dieser Vorlesung. Zum ersten Mal in der Vorlesung im letzten Semester in der Analysis 1. Dort haben wir eine Teilmenge k der reellen oder komplexen Zahlen, kompakt genannt. Naja, wenn diese Menge abgeschlossen und beschränkt ist. Wir haben dann wichtige Sätze bewiesen, zum Beispiel die Aussage, dass wenn wir eine stetige Funktion haben, die auf einer kompakten Menge definiert ist und die reellwertig ist, dann ist diese Funktion beschränkt und nimmt ihr Maximum und Minimum an. Das war der Satz von Weierstrass. Und der liefert einen die Existenz für Extremalwertaufgaben mithilfe eines Kompaktheitsargumentes und ja, dieser Satz zeigt schon, wie wichtig der Begriff der Kompaktheit in der Analysis ist. Eine andere wichtige Beobachtung, die wir gemacht haben, war jene, dass wenn wir eine Teilmenge haben, dann ist die genau dann kompakt, wenn jede Folge in dieser Menge eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert auch in der Menge drin liegt. Und wir haben dann diese Charakterisierung der Kompaktheit, nämlich die sogenannte Folgenkompaktheitscharakterisierung, als Definition genommen, um kompakte Mengen in allgemeinen metrischen Räumen zu definieren. Also die Definition, die wir uns dann in diesem Semester angesehen haben, war folgende. Wir nannten einen metrischen Raum kompakt, falls jede Folge in M besitzt eine konvergente Teilfolge. Das war unsere Definition, die wir verwendet haben. Wir haben auch, wenn wir jetzt einen metrischen Raum haben und eine Teilmenge von M betrachten, die Teilmenge kompakt genannt, wenn eben sozusagen also wenn wir diese Situation haben, da haben wir eine Teilmenge des metrischen Raumes kompakt genannt, wenn eben der metrische Raum, den man erhält, indem man einfach die Metrik von M auf K, Kreuz K einschränkt, wenn dieser entstehende metrische Raum eben kompakt ist. Okay. Wir haben dann gesehen, dass im Falle von Teilmengen endlichdimensionaler normierte Räume, der Begriff der Folgenkompaktheit, die hier definiert wurde, äquivalent dazu ist, dass die Teilmenge eben abgeschlossen und beschränkt ist. Und wir haben aber auch Beispiele gesehen dafür, dass in unendlichdimensionalen Räumen es abgeschlossene und beschränkte Mengen gibt, die nicht kompakt sind. Gut, und was wir jetzt in dieser Sitzung machen wollen, ist diesen Begriff der Kompaktheit in metrischen Räumen uns nochmal genauer anzusehen und eine weitere Charakterisierung zu betrachten, die nicht Folgen benutzt und auch nicht die Metrik benutzt, sondern nur das System der offenen Mengen. Und diese Art der Kompaktheit, die man dann Überdeckungskompaktheit nennt, die wird äquivalent sein zu dieser Charakterisierung hier, die man eben, die wir jetzt zur Unterscheidung eben als Folgenkompaktheit bezeichnen möchten. Und diese Überdeckungskompaktheit, die wir jetzt gleich diskutieren werden, ist eben dann eine Aussage, die sich dann auch auf allgemeinen topologischen Räumen formulieren lässt. Und das ist im Grunde dann der Kompaktheitsbegriff, den man in diesen allgemeineren topologischen Räumen dann verwenden würde. Okay, um diese Überdeckungskompaktheit überhaupt formulieren zu können, müssen wir zunächst mal erklären, was eine offene Überdeckung eines metrischen Raumes ist. Und mit offener Überdeckung
meint man einfach ein System, ein Mengensystem offener Mengen. Es können endlich viele, abzählbar viele oder auch überabzählbar viele offene Mengen sein. Das ist hier dieses Mengensystem oder diese Familie der offenen Mengen. Und die sollen die Eigenschaft haben, dass wenn wir die Vereinigung dieser offenen Mengen bilden, dann soll das schon ganz M ab überdecken. Also die Vereinigung dieser Familie der offenen Mengen soll M enthalten. Und weil das ja alles Teilmengen von M sind, heißt das einfach, dass diese Vereinigung dann gleich M ist. Und sowas nennt man dann eine offene Überdeckung. Ja, um hier gleich ein Beispiel für eine offene Überdeckung zu nennen, schauen wir uns zunächst mal als metrischen Raum den euklidischen Raum RD an. Wir können dann folgende Familie offener Mengen betrachten. Als Indexmenge nehmen wir einfach mal den RD selber und als offene Menge für x in RD betrachten wir die offene Kugel mit Mittelpunkt x und Radius 1 oder meinetwegen auch 1/2, das ist egal. Und dann ist es zunächst mal so, dass diese Familie hier eine Familie offener Mengen ist, denn die offenen Kugeln sind eben offen und offensichtlich ist die Vereinigung all dieser offenen Mengen gerade der RD selber. Und damit haben wir tatsächlich hier eine offene Überdeckung. Die hat natürlich sehr viele offene Mengen. Man kann nämlich überabzählbar viele. Man kann das Beispiel bisschen modifizieren. Wir bleiben im euklidischen Raum. Wir nehmen als Indexmenge jetzt mal nur die ganzzahligen, die Vektoren, mit deren Komponenten eben ganze Zahlen sind. Und als offene Mengen könnten wir jetzt bei Kugeln bleiben. Bei Kugeln mit Radius vielleicht 2 mal Wurzel d. Wenn wir das so betrachten und jetzt hier uns das ansehen, dann stellen wir auch wieder fest, dass diese Familie wieder eine Familie offener Mengen ist. In diesem Fall sind es halt abzählbar viele offene Mengen, die man hier benötigt. Und wir haben wieder die Eigenschaft, dass die Vereinigung all dieser offenen Kugeln mit Mittelpunkten auf diesem ZD-Gitter eben den ganzen RD überdecken. Ja, wir kommen jetzt zum zentralen Satz dieser Sitzung. Wir betrachten den metrischen Raum und dann sind drei Aussagen äquivalent. Die erste Aussage ist, dass der Raum folgenkompakt ist. Das heißt, jede Folge in M besitzt eine konvergente Teilfolge. Das war die Aussage, die wir benutzt haben in der Vorlesung, um Kompaktheit in metrischen Räumen zu definieren. Die zweite Aussage ist die sogenannte Überdeckungskompaktheit. Diese besagt, dass wenn wir eine offene Überdeckung haben des metrischen Raumes M, dann besitzt diese immer eine endliche Teilüberdeckung. Was ist damit gemeint? Was ist eine endliche Teilüberdeckung? Nun, die Aussage ist, wir können endlich viele dieser offenen Mengen der offenen Überdeckung identifizieren, sodass die Vereinigung dieser endlich vielen offenen Mengen bereits schon ganz M überdeckt. Und das bedeutet, wir finden also eine Indexmenge J, die endlich viele Elemente nur enthält, sodass eben diese Aussage hier gilt. Und der Punkt ist eben, dass man für jede offene Überdeckung, die noch so viele Elemente enthalten kann, immer diese endliche Teilüberdeckung finden kann. Und wie man hier bei dieser Aussage sieht, ist es halt eine Aussage, die nur das Konzept der offenen Menge benutzt. Da kommt die Metrik gar nicht mehr vor. Natürlich indirekt im metrischen Raum kommt sie vor, dadurch, dass man eben mithilfe der Metrik dann die offenen Mengen definiert. Aber wenn wir in topologischen Räumen sind und sozusagen keine Metrik zur Hand haben und nur das Konzept der offenen Mengen, da kann man diese Überdeckungskompaktheit immer noch formulieren. So, und der letzte Punkt. Die letzte Aussage, die eben auch äquivalent ist zur Folgenkompaktheit, ist folgende. Der metrische Raum ist vollständig, das heißt, Cauchy-Folgen konvergieren und für jedes noch so kleine Epsilon,
Das Epsilon spielt die Rolle eines Radius, finden wir endlich viele offene Kugeln, die M überdecken. Das kann man in Quantoren so hinschreiben, für jedes Epsilon größer 0 finden wir eine Anzahl N, sodass und Mittelpunkte x1 bis xn im metrischen Raum M, sodass eben M in dieser Vereinigung dieser endlich vielen Epsilon-Kugeln enthalten ist. Ja, wir definieren nun nochmal den Begriff der kompakten Teilmenge eines metrischen Raumes und auch den Begriff der relativ kompakten Teilmenge. Wir nennen also eine Teilmenge K eines metrischen Raumes M mit Metrik D kompakt, falls Folgendes gilt: Wenn wir den metrischen Raum ansehen, der aus der Menge K besteht und aus der durch D induzierten Metrik, dann soll dieser metrische Raum eben überdeckungskompakt sein. Und nach unserem Satz ist das ja äquivalent dazu, dass der metrische Raum dann folgenkompakt ist. Und wenn man sich das also so ansieht, dann ist diese Definition äquivalent zu jener, die wir bereits im Rahmen der Vorlesung gegeben haben. Was jetzt neu ist, ist der Begriff der Relativkompaktheit. Der Begriff ist schnell erklärt. Eine Teilmenge K eines metrischen Raumes nennt man relativkompakt, wenn der Abschluss von K im metrischen Raum dann kompakt ist. Ja, um ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn wir uns im euklidischen Raum RD befinden, dann ist eben die offene Einheitskugel relativ kompakt, aber nicht kompakt. Ja, um das, die Begrifflichkeiten nochmal zu sortieren, so haben wir zum einen die Überdeckungskompaktheit, dann hatten wir die Folgenkompaktheit, und dann hatten wir die Eigenschaft, abgeschlossen und beschränkt zu sein. Und der allgemeinste Begriff ist der Begriff der Überdeckungskompaktheit. Den kann man eben auf topologischen Räumen auch einführen, was wir jetzt nicht so gemacht haben, weil wir uns mit topologischen Räumen natürlich nicht in großer Ausführlichkeit beschäftigt haben. Aber wir haben gesehen, dass im Falle von metrischen Räumen dann diese beiden Begriffe eben äquivalent sind. Und das war Satz 7,8, den wir gerade diskutiert haben. Und im Falle, dass der metrische Raum ein endlich dimensionaler normierter Raum ist, wissen wir, dass Folgenkompaktheit auch äquivalent ist zu abgeschlossen und beschränkt. Und das ist der Satz von Heini Beroll, den ich hier nochmal der Vollständigkeit halber hingeschrieben habe. Und den haben wir im letzten Semester im Eindimensionalen und in diesem Semester im Mehrdimensionalen bewiesen. Was auch immer richtig ist und was wir auch schon gezeigt haben, ist, dass Folgenkompaktheit immer abgeschlossen und beschränkt impliziert, aber die Rückrichtung eben die endliche Dimension und die Struktur eines Vektorraums benötigt. Okay. Um ein besseres Gespür für die Überdeckungskompaktheit zu bekommen, wollen wir uns noch ein paar Beispiele ansehen. Bei diesem ersten Beispiel schauen wir uns den RD an und die Überdeckung, die wir bereits diskutiert hatten, nämlich die Überdeckung, wo die offenen Mengen eben Kugeln sind, mit einem geeigneten Radius und Mittelpunkte, die auf dem Gitter liegen. Also man kann hier ein Bild malen. In zwei Dimensionen ist das Z. Zwei Gitter und man schaut sich dann Kugeln an, deren Mittelpunkte hier an den Gitterpunkten liegen und die Radien sind eben so gewählt, in zwei Dimensionen so gewählt, dass die Benachbarten, dass die Kugeln sich alle überschneiden. Und jetzt ist es so, man stellt dann schnell fest, dass diese Überdeckung keine endliche Teilüberdeckung besitzen kann, denn wenn wir eine endliche Teilüberdeckung hernehmen, das würde bedeuten, dass wir eine endliche Indexmenge uns aussuchen. Das heißt, wir würden hier endlich viele Gitterpunkte einfach markieren. Dann wäre die Vereinigung der zugehörigen Kugeln, die könnte vielleicht so aussehen. Diese Vereinigung, da sieht man sofort, dass das eine beschränkte Menge sein muss. Die liegt in einer großen Kugel,
deren Radius man explizit hier eben angeben kann und die ihren Mittelpunkt im Ursprung hat. Und damit kann die Vereinigung von endlich vielen dieser offenen Mengen eben nicht den ganzen RD überdecken, weil der RD ist ja unbeschränkt, eine unbeschränkte Menge. Und dann sieht man schon, dass also der RD nicht überdeckungskompakt ist. Was uns natürlich vorher schon klar war, denn wir wissen, dass der RD nicht kompakt ist. Denn es ist ein endlich dimensionaler Raum und RD ist eben nicht beschränkt. Ja, in dem nächsten Beispiel werden wir uns mit dieser dritten Aussage hier aus dem Satz 7.8 nochmal beschäftigen. Man kann diese Aussage ja so verstehen, dass in einem kompakten oder relativ kompakten Raum wenig Platz ist. Oder dass dieser Raum wenig groß ist, in dem Sinne, dass man ihn eben durch endlich viele Kugeln überdecken kann. Wobei die Kugeln, der Radius der Kugel eben sehr klein sein kann. Die Negation dieser Aussage kann man auch so verstehen, dass in einem Raum, der eben nicht diese Eigenschaft hat, man unendlich viele disjunkte Kugeln mit einem vorgegebenen kleinen Radius unterbringen kann. Ne? Also in dem Sinne sind nicht kompakte Räume eben sehr groß. Und das wollen wir uns in dem Beispiel nochmal klar machen. Ja, in dem nächsten Beispiel möchten wir uns nochmal mit dieser dritten Aussage beschäftigen. Man kann diese Aussage so verstehen, dass ein kompakter Raum im gewissen Sinne klein ist. Und zwar klein in der Form, dass man ihn eben mit endlich vielen Kugeln mit einem möglicherweise kleinen, aber konstanten Radius ausfüllen oder überdecken kann. Und wir werden uns mehr mit der Negation dieser Aussage beschäftigen und eine Menge konstruieren, die in einem normierten Raum drin liegt. Die Menge wird beschränkt und abgeschlossen sein und der normierte Raum wird vollständig sein und damit wird diese Teilmenge eben als metrischer Raum betrachtet mit der induzierten Metrik dann ein vollständiger metrischer Raum sein, sodass dieser erste Punkt hier erfüllt ist. Aber der Raum wird eben so groß sein, dass wir zu beliebig kleinen vorgegebenen Radius unendlich viele disjunkte Kugeln in den Raum unterbringen können. Und das widerspricht eben dann hier dieser Aussage C, die man hier sieht. Und man wird dann sehen, obwohl der Raum abgeschlossen und beschränkt ist, ist der Raum eben nicht kompakt. Okay. So, der metrische Raum, der eben nicht kompakt ist, den wir hier konstruieren werden, der ist gegeben als Teilmenge des Raumes der beschränkten Folgen in R. Da können wir uns also die Folgen ansehen. Das war eine Abbildung von N nach R. Und wir können diesen Raum ausstatten mit der Supremumsnorm. Dann sind die Elemente in diesem Banachraum eben die beschränkten Folgen. Und wir schauen uns jetzt als M die abgeschlossene Kugel mit Radius 2 an. Das sind alle Folgen. Deren Supremumsnorm gerade kleiner gleich 2 ist. Ja, wenn wir diese Menge als Teilmenge unseres Banachraums X ansehen, dann stellt man erstmal fest, dass diese Menge beschränkt ist. Das ist eine Kugel mit beschränktem Radius. Und zweitens ist es so, dass diese Menge abgeschlossen ist, was an dieser Abschätzung hier gilt. Das sieht man auch dadurch, dass wenn man hier drin eine konvergente Teilfolge betrachtet, dann sind die Folgenglieder der Teilfolge vom Betrag her alle kleiner gleich 2. Und damit auch erfüllt auch der Grenzwert diese Eigenschaft und liegt dann drin. Das heißt, das ist eine beschränkte und eine abgeschlossene Teilmenge von x. Und wir können jetzt M als metrischen Raum betrachten, indem wir als Metrik einfach die induzierte Metrik hernehmen. Und damit ist dieser metrische Raum eben ein vollständiger
metrischer Raum. So, wenn wir jetzt endlich dimensional wären, dann wäre dieser metrische Raum auch kompakt. Aber wir sind eben in einem unendlich dimensionalen Setting. Und wir werden jetzt zeigen, dass wir eben für einen vorgegebenen Radius unendlich viele disjunkte Kugeln finden können, die in diesem metrischen Raum drin liegen. Okay, was brauchen wir dazu? Die Mittelpunkte dieser Kugeln werden eben spezielle Folgen sein, nämlich die Folgen, die wir mit II bezeichnet haben. II war also eine Folge mit der Eigenschaft, dass das J-Folgenglied der Eden-Folge gerade 1 ist, wenn I gleich J ist und 0 sonst. Das ist also das Kronecker-Delta, das wir schon mal benutzt haben. Und Folgen, die liegen, die haben ja eine Supremumsnorm, die gleich 1, und das heißt, die liegen dann in unserem metrischen Raum drin. Und wenn wir jetzt Kugeln betrachten, offene Kugeln, die gegeben sind, dadurch, dass wir als Mittelpunkt diese EIs verwenden und als Radius vielleicht irgendein Epsilon mit Epsilon kleiner ein Viertel. Das Epsilon fixieren wir einfach mal. Echt kleiner ein Viertel. Dann stellen wir fest, dass der Abstand zwischen zwei solcher Kugeln immer größer ist als ein Viertel. Das wäre das Bild, das wäre also BI, das wäre BJ und dieser Abstand ist dann größer als ein Viertel. Und was damit genau gemeint ist, ist folgendes: Wenn wir das Infimum nehmen, der Abstände zweier Punkte, XY mit X in BI und Y in BJ, dann kann man leicht zeigen, dass dieses hier größer ist als ein Viertel, falls man sich tatsächlich zwei verschiedene Kugeln ansieht. Und das bedeutet, dass wir mit dieser Familie von offenen Mengen tatsächlich offene Mengen gefunden haben, die alles Kugeln sind mit einem fixen Radius und diese Kugeln sind disjunkt. Und es liegen sogar, haben sogar einen Abstand, der der größer ist als ein Viertel. Und man kann dann sehen, man kann sich jetzt einfach klar machen, dass dadurch dieser metrische Raum nicht die Eigenschaft C aus unserem Satz 7, 6 erfüllen kann. Und was man hier tatsächlich benutzt hat, war eben die unendliche Dimension des Raumes. Denn diese EIs, die man sich ja betrachtet hat, als Mittelpunkte der Kugeln, waren eben, bilden sozusagen linear unabhängige Vektoren in diesem Banachraum. Ja, zum Abschluss dieses Kapitels möchten wir uns jetzt noch einen speziellen metrischen Raum ansehen, der sogar ein Banachraum ist, nämlich den Raum der stetigen Funktionen, die auf kompakten Teilmengen definiert sind. Und das ist also dieser Raum hier. Und dieser Raum ist ein Banachraum, wenn wir die Supremumsnorm verwenden, also die gleichmäßige Konvergenz betrachten. Das ist also ein ganz wichtiger Raum für die Analysis und wir möchten uns die Frage stellen, wann sind Teilmengen dieses Raumes denn relativ kompakt? Und die Antwort ist der Satz von Asela-Ascoli. Zunächst muss man ja feststellen, dass das ja ein Vektorraum ist, aber ein Vektorraum mit unendlicher Dimension und daher ist a priori jetzt gar nicht für uns klar, wie kompakte Teilmengen aussehen. Wir wissen schon, dass beispielsweise die abgeschlossene Einheitskugel in diesem Raum eben nicht relativ kompakt ist, denn wir sind ja in unendlichen Dimensionen. Und eine Charakterisierung relativ kompakter Mengen wird jetzt in diesem Satz von Asela-Ascoli vorgenommen.
Also die Formulierung ist, die Aussage ist die folgende: Wir betrachten stetige Funktionen, die auf kompakten Teilmengen des Rn definiert sind. Die kompakte Teilmenge ist ja k genannt. Und wir möchten verstehen, wann eine Teilmenge b dieses Funktionenraumes relativ kompakt ist. Und hier haben wir eben eine Charakterisierung. Die Menge b ist genau dann relativ kompakt, wenn sie beschränkt ist und gleichgradig stetig ist für alle x aus k. Ja, was gleichgradig stetig bedeutet, wird hier erklärt, in dieser längeren Zeile. Und da ist es am besten, wenn man beim ersten Lesen zunächst mal hier diesen Quantor vergisst und sich ein festes f hernimmt. Und wenn man dann mal hier hinguckt und ein x wählt und das auch festhält, dann sieht man hier nichts anderes als die Epsilon-Delta-Definition der Stetigkeit von f im Punkt x. Und das heißt, hier würde dann stehen, dass die Funktion f in jedem Punkt x stetig ist. So, jetzt schaut man sich nicht nur ein festes f an, sondern eine Menge von Funktionen. Und wenn der Quantor hier drin steht, dann sagt es einfach nur aus, dass man sozusagen die Wahl der Epsilon-Deltas gleichmäßig für alle Fs wählen kann. Und das nennt man dann eben gleichgradig stetig. Wenn man diesen Quantor woanders hinschreiben würde, zum Beispiel ganz nach vorne, dann würde diese Aussage hier nur bedeuten, dass die ganzen Fs eben stetige Funktionen sind. Und das ist eh klar, weil wir Teilmengen der stetigen Funktionen betrachten. Okay. So, und wie gesagt, der Satz von Asela-Ascarli sagt eben, wenn b beschränkt ist und gleichgradig stetig ist, dann ist b relativ kompakt. Und andersrum ist jede relativ kompakte Menge eben beschränkt und gleichgradig stetig. Und damit können wir jetzt kompakte Mengen in diesem Funktionenraum hier untersuchen und gut verstehen. Wir werden diesen Satz hier in dem Video nicht erklären. Sie finden den Beweis recht ausführlich im Skript. Der Satz wird auch nochmal in der Nachfolgevorlesung zu den gewöhnlichen Differentialgleichungen eine wichtige Rolle spielen. Man braucht den, um zentrale Lösungssätze für Differentialgleichungen zu beweisen. Und wir werden dann den Satz auch nochmal in Ruhe diskutieren. Stattdessen möchten wir uns ein Beispiel ansehen, das Sie hier sehen. Hier schauen wir uns Funktionen an auf einem kompakten Intervall. Und die Menge, die uns interessiert, sind alle stetig differenzierbaren Funktionen, durch 1 und deren Ableitung auch durch 1 beschränkt ist, beziehungsweise die Summe der Supremumsnorm der Funktion und der Ableitung soll durch 1 beschränkt sein. Und diese Menge b ist insbesondere eine beschränkte Menge. Und aufgrund dieser zweiten Eigenschaft, die hier steht, die Abschätzung der Ableitung, sieht man, dass jede Funktion hier drin Lipschitz-stetig ist mit Lipschitz-Konstante 1. Das heißt, wir haben diese Abschätzung hier. Das sind also global Lipschitz-stetige Funktionen mit Lipschitz-Konstante durch 1 nach oben beschränkt. Und aufgrund dieser Abschätzung hier, dieser Lipschitz-Abschätzung, sieht man sehr einfach, dass diese Menge b dann gleichgradig stetig ist. Denn man könnte hier einfach das Delta immer als Epsilon wählen für alle Funktionen und für alle x. Das heißt, diese Aussage hier ist um einiges stärker als die gleichgradige Stetigkeit. Das bedeutet, wir können für dieses b den Satz von Asela-Ascoli anwenden. Das heißt, b betrachtet als Teilmenge der stetigen Funktion, dieses Funktionenraums, ist eben eine relativ kompakte Teilmenge. In anderen Worten, der Abschluss von B ist kompakt hier drin. Und da wir in einem metrischen Setting sind, bedeutet das, dass wenn wir eine beliebige Folge hernehmen von Funktionen in B, dann können wir eine Teilfolge finden, die gleichmäßig konvergiert, also bezüglich der Supremumsnorm konvergiert und die einen Grenzwert hat im Abschluss von B. Und über den Abschluss von B wissen wir zumindest, dass er aus Funktionen besteht, die stetig sind und deren Supremumsnorm durch 1 beschränkt ist. Und das kann man auch einfach sehen.
Und im Allgemeinen wird es eben so sein, dass die Grenzwerte, die Häufungspunkte dieser Folge eben nicht stetig differenzierbare Funktionen sind, sondern eben nur stetige Funktionen. Gut. Ja, dieses Beispiel ist insofern interessant, als dass wir, wenn wir die Menge betrachten, die wir erhalten, wenn wir hier diese stetige Differenzierbarkeit nicht fordern würden und auch die Kontrolle dann der Ableitung weglassen würden, dann würden wir hier an dieser Stelle die Einheitskugel, die offene Einheitskugel in unserem Funktionenraum ansehen, und diese offene Einheitskugel wäre eben eine nicht relativ kompakte Menge, weil wir eben unendlich dimensional sind. Ja, mit dieser Beobachtung sind wir am Ende von diesem Lernvideo. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht bei einer weiterführenden Vorlesung wiedersehen werden. Bis dann!